Hi Leute, hier ist Alcrestex und willkommen zu einem neuen Folge. Irgendwas lull. Ja, und heutige Thema ist, ich wurde jetzt in letzter Zeit relativ oft von euch gefragt, auf Discord, ich glaube in Kommentaren auch, was ist jetzt mit einfach Dennis, aka Dennis. Und dazu wollte ich jetzt einmal auch was sagen, weil viele auch geschrieben haben, falls wer nicht mitbekommen hat. Ja, er hat seinen Kanal gelöscht. Ich bin wirklich ehrlich gesagt sogar verwundert, weil er ist wirklich dran gehangen auch. Es wundert mich wirklich, keine Ahnung warum. Aber es ist jedes seins. Ich finde es einerseits schade, weil er trotzdem dafür auch sehr viel Geld ausgegeben hat. Dafür, damit er bessere Videos kann machen. Und ja, er hat jetzt dann seinen Kanal endgültig gelöscht. Viele fragen mich, was ich dazu halte. Es, wie es aussieht, war nach seiner Zeit für ihn einfach schon zu lange das, und ich glaube, er hat auch keinen Bock mehr gehabt zu Schluss, weil auch immer mehr er noch gehatet wurde, und ja, jeder soll aufhören, wenn es für ihn die Zeit gekommen ist. Es ist, ja, wie soll man sagen, es ist einfach jetzt blöd gegangen, weil man weiß auch, dass ich öfters mit ihm aufgenommen habe, und ich habe jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr mit ihm gebracht, weil er auch relativ wenig Bock noch gehabt hat auf YouTube. Wenn er gezockt hat, hat er nur am Wochenende gezockt meistens. Oder er war jetzt an einem Urlaub oder so weiter. Und ja, ist ein bisschen relativ blöd, muss ich ehrlich sagen. Aber es kann schlimmer laufen. Wenn er aufhören jetzt wollte, dann soll er auch aufhören. Ich respektiere es. Immerhin, es ist eine Entscheidung gewesen. Und ja, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ich habe ihn auch danach eigentlich nicht gefragt. Jetzt nur heute noch bestätigt auch noch, und ja, ich wurde von euch gefragt, das erfragt, und er hat es mir heute auch noch bestätigt. Natürlich, sein Account für uns ist er halt gelöscht, für ihn, er kann doch, glaube ich, auf die Videos sogar zugreifen oder auch seinen Kanal kann damit weiter YouTube gucken oder so, aber eigentlich ist er einfach so gut wie gelöscht. Finde ich meine Meinung schade, aber ich respektiere seine Entscheidung. Okay Leute, man sieht auch hier, wenn man jetzt einfach Dennis eingeben, sieht man auch hier. Hier ist Leute nicht gar nichts, außer dieser Kanal, wenn ich weiß, hat man so einen gehabt, vor 8 Minuten ein Video da. Hier Leute, hier ist der Bad, wo es glaube ich gespielt, ja, da sieht man ein bisschen was, hat er so einen Kanal gehabt, hier, was ist das? Achso, sein Jodel-Video. Das war mein Kanal, er hat ihn aber gleich mal aufgehört, wie er was hochladen, dann da, wo er dabei war. Da ist ein Stream von mir, wo er halt verlinkt war und so weiter. Oder in diese Liste oder so, wo man Tags eingeben kann, wo er ein Tag war. Und man sieht hier von unserem gemeinsamen Clan. Okay, ausschalten, sonst bekomme ich keinen Strike. Sieht man auch hier, erstmal schön liken. Für ihn, wenn man auf den Knall drückt, dieser Knall ist nicht vorhanden. Das ist der endgültige Beweis. Und hier sieht man auch das Video, der damals hochgeladen hat, für die Interessierten, die von mir, weil dieses Video war auch auf meinem Kanal. Verweis, und er hat sich selbst aus den Hauptkanälen auch schon ausgelöscht. Respektiere ich es, eine Entscheidung so gewesen. Er hat, wie es aussieht, keine Lust mehr gehabt zu meinem Clan noch. Ich werde gucken, dass ich ihn weiterführe. Ich hoffe, dass Link eventuell vielleicht mir helfen wird als Zweitowner, wie es gibt so einen Monat. Geil, ich würde es echt nett finden, aber er muss nicht, und sonst fahre ich in Binance Notfall, probiere ich ihn allein noch weiterführen, aber ja, ich respektiere seine Entscheidung komplett, wie jeder möchte. Und es ist eine Entscheidung mal gewesen. Ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich schade, das war es, wie es aussieht mit dem Kettenspektakulär. Ich kann nicht sprechen. Spektakuläres Ende, so in Anführungszeichen vorgestellt, als er einfach monatelang nichts mehr bringen und dann einfach kein Kanal mehr da. Es ist schade, das war bei mir schon klar, er hat immer davon geredet auch, dass er ehrlich gesagt keinen Bock mehr hat und wahrscheinlich aufhört. Er hat auch auf seinem Discord vorhin gelöscht den Kanal. Auch den News-Channel entfernt und geschrieben, dass er wahrscheinlich kein YouTube mehr machen wird. Nur habe ich mir nicht gedacht, dass er komplett seinen Kanal löscht. Es ist schade, es war seine Entscheidung.
Ich hoffe, ihr hattet die Folge hat euch halbwegs gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, ist mir egal. Bis dann und ciao.